In diesem Video werde ich dir einfach mal die Frage beantworten, ob der MSCI World an sich sich für dich lohnt, was du vom MSCI World grundsätzlich erwarten kannst und ob es vielleicht nicht doch eine gute Idee ist, sich eben nicht nur auf diesen einen Index zu versteifen, weil wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder gesehen, ja, dass der MSCI World so als Pauschallösung angepriesen wird, ja, und eben auch von vielen YouTube-Accounts hier einfach so als die Lösung für alles eingesetzt wird. Man verweist ja immer gerne auf die Vergangenheit und sagt, hey, damit hast du immer eine gute Performance gehabt und deswegen können wir auch auf die Zukunft schließen, wirst du auch in Zukunft immer eine gute Performance haben. Aber es gibt einige Kritikpunkte am MSCI World und grundsätzlich möchte ich mal so ein bisschen die positiven Sachen vom MSCI World beleuchten und aber auch die negativen Sachen vom MSCI World, dass du eben nicht einfach deinen Kopf abschaltest, wenn du jetzt zum Beispiel nur den MSCI World hast und sagst, ja, irgendwie werde ich damit schon finanziell frei, irgendwie werde ich damit schon meine 8-9% machen und dir einfach mal erklären, warum ich sogar glaube, dass in den nächsten Jahren man pauschal mit dem MSCI World auch mal schlechter abschneiden wird, als man vielleicht auch vom Durchschnitt gewöhnt ist. Ja? Erster Punkt ist im Endeffekt, also werden wir mal verschiedene Punkte durchleuchten, ist das Thema, dass grundsätzlich ja, der MSCI World auf lange Sicht eine gute Rendite macht, habe ich mir hier auch aufgeschrieben, von 1975 bis 2019 konnte man durchschnittlich ja, eine Rendite von ca. 8 bis 9% erzielen, was ja wirklich super ist, damit kann man den Zinseszins extrem gut ausnutzen und sein Vermögen sehr gut aufbauen. Klar, wir haben jetzt eine sehr, sehr hochinflationäre Phase, ja, 8% Inflation, 8% Rendite, hast du eine Realrendite ja, von 0% am Ende des Tages, aber das ist jetzt eine Phase, die wird jetzt auch nicht 10 Jahre andauern. Die Inflation wird auch wieder niedriger und im Schnitt ist sie ja bei 2 bis 3%. So ist es ja auch von den Notenbanken am Ende des Tages gewollt. Das heißt, grundsätzlich konnte man in diesem Zeitraum doch ganz gute Performance haben. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja gut, dann ist das Video jetzt zu Ende, das passt. Nein, es gibt noch viele andere Punkte. Der nächste positive Punkt ist ja, dass man im MSCI World eine gute Streuung hat auf den ersten Blick, man hat über 1600 Unternehmen und man hat eine Diversifikation ohne großen Aufwand. Das wird ja auch immer so gerne angepriesen und das ist natürlich auch für viele Leute so der Vorteil, wenn man in den MSCI World investiert. Kommen wir jetzt aber mal so zu den Punkten, die nicht sehr, sehr oft angesprochen werden, ja, die so ein bisschen versteckt werden meiner Meinung nach oder sie werden halt einfach vergessen, übersehen. Und das ist der Punkt, dass eben du im MSCI World alleine eine sehr, sehr hohe USA-Gewichtung hast. Ja, kannst ja gerne mal reinschauen. Ich kann es auch mal gerne hier einblenden. Wir haben ja über 60% USA mit dabei. Das bedeutet, das musst du natürlich mit beachten, auch wenn man in Klammern natürlich sagen muss, die Unternehmen, die da in den USA ansässig sind, die machen natürlich auch zum Teil globalen Umsatz. Aber dennoch ja, geht man hier sehr, sehr stark oder setzt sehr, sehr stark auf die USA. Und wenn du zum Beispiel von Ray Dalio das Video zur Weltordnung oder ich habe auch ein Video zur Weltordnung gemacht, gerne mal abchecken hier auf meinem YouTube-Kanal, anschaust, dann wirst du verstehen, warum das zu einem Problem werden kann in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, weil die USA so leicht auf, ja, ich sage jetzt nicht auf in so einer Abwärtsspirale drin ist, aber ja, es gibt zum Beispiel Asien die, oder China vor allem, die sich einfach stärker entwickeln und deswegen ist diese ganz, ganz große USA-Gewichtung für mich nicht mehr so zeitgemäß. Aber wie gesagt, schau dir da gerne mal das Video an zur Weltordnung. Und das musst du halt beachten, wenn du nur in den MSCI World als Einzelnes investierst. Dann haben wir den nächsten Punkt und das ist eben das Thema Schwellenländer und die kommen im MSCI World halt gar nicht vor, viel zu kurz. Das heißt, du hast im Endeffekt mit dem MSCI World nicht die ganze Welt abgebildet. Ja, das wird ja auch immer so oft so dargestellt, MSCI World, da hast du die ganze Welt und dann hast du quasi alles, was du brauchst, um Performance zu machen. Aber meiner Meinung nach kann man jetzt die letzten 50 Jahre zum Beispiel nicht unbedingt mit den nächsten 50 Jahren vergleichen, weil wir in einer Zeit leben, wo sich Sachen viel, viel schneller entwickeln. Das heißt, die nächsten 10 Jahre, ja, die werden viel, viel krasser als die letzten ja, 50 Jahre meiner Meinung nach. Von dem Entwicklungszyklus und von den Fortschritten von den Unternehmen, die davon profitieren werden und von den Unternehmen, die auch wegfallen werden. Das wird sehr, sehr, das wird sich immer mehr beschleunigen. Das sieht man ja auch in den letzten Jahren. Die Wirtschaft, ja, die Technologie, der Fortschritt, der hat sich so sehr beschleunigt. Natürlich nehmen viele oder nehmen wir das als Menschen nicht so bewusst, weil wir vollkommen daran, wir gewöhnen uns an Sachen. Ne? Sowas wie, keine Ahnung, das Smartphone, das ist auf so einem modernen Stand heutzutage, was für uns was ganz Normales. Nichts mehr Besonderes, irgendwie mit Face ID an der Kasse zu zahlen, ja, das ist so ganz normal. Aber im Endeffekt, das wird sich aufbauen, die Technologie und die neuen Techniken, die werden immer, immer schneller vorankommen. Und das ist auch der nächste Punkt. Technologie ist ein guter Punkt.
Du hast im MSCI World halt viele Tech-Unternehmen drin, was zu der einen Seite natürlich gut ist. In den letzten Jahren hat man da ja auch gesehen, dass der MSCI World deswegen wegen den ganz großen Tech-Blue-Chips gut gelaufen ist. Aber du hast natürlich auch eine große Abhängigkeit von diesen Unternehmen. Da musst du halt eben auch dir ganz klar sein, dass du da von den Branchen her auch nicht ganz fair gewichtet bist, was so die weltweite Aufteilung geht in der Weltwirtschaft. Und es kann auch mal sein, dass gewisse Tech-Unternehmen ja ein wenig schlechter performen. Dann haben wir einen weiteren Punkt. Du hast im MSCI World halt sehr viele große Unternehmen, aber die kleinen Unternehmen, die kommen da auch etwas zu kurz. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du möchtest jetzt nicht nur von den großen profitieren, sondern du möchtest auch mal kleinere Unternehmen, wo natürlich das Risiko auch ein bisschen höher ist, von Anfang an mitnehmen. Ganz klassisch haben ja Leute immer diesen Gedanken, das neue Amazon zu finden, das neue Google zu finden. Und das kannst du durch einen ETF halt auch nicht abdecken. Und vor allem, wenn wir uns mal auf die Statistik besinnen, sehe ich einen ganz, ganz großen Fehler beim MSCI World. Das blende ich euch jetzt ein. Ich mache mir selber gerade mal das Bild auf, ja, dass wir hier von der Statistik her und das auf eine Dauer von 10 Jahren und einmal auf eine Dauer von 15 Jahren, also der schlechteste Abschnitt, ja, innerhalb von 15 Jahren beim MSCI World hat hier eine Rendite pro Jahr von 1,3% gebracht. Das heißt, es gab schon mal einen Abschnitt, einen Zeitraum von 15 Jahren, wo der MSCI World dir im Schnitt nur 1,3% gebracht hat. Das musst du dir halt klar machen und du musst halt eben auch die Zusammenhänge verstehen, wo wir gerade stehen und ob es nicht vielleicht, komme ich gleich auch nochmal zu, aktuell der Fall sein kann, dass die nächsten 5 oder 10 Jahre mal bei so einem MSCI World schlecht ausfallen werden. Ja, weil nur weil dir irgendwelche Leute im Internet sagen, ja, aber der MSCI World, der hat ja 8% gemacht im Durchschnitt, heißt es nicht, dass es mal während 5 oder 10 Jahre viel, viel schlechter ausfallen kann. Deswegen auch hier die Statistik. Die niedrigste Performance-Rendite pro Jahr beim MSCI World in einem Zeitraum von 15 Jahren waren 1,3% und von 10 Jahren, halte dich fest, minus 4,4%. Das heißt, du kannst auch mal über ein Jahrzehnt mit solch einem breiten Index Minus machen. Das ist keine Selbstverständlichkeit und ich sehe es sogar als sehr gefährlich an, wenn man halt sagt, naja, das ist der MSCI World, den empfehle ich sogar meinen Bekannten, da kann nichts passieren, das ist das Sicherste, was du machen kannst. Das ist aber fahrlässig, das zu sagen, ja, weil auch ein MSCI World performt teilweise über Jahre und Jahrzehnte schlecht. Dann haben wir hier die höchste Rendite pro Jahr in einem Zeitraum von 10 und 15 Jahren, ja, um jetzt nicht hier nur diese negativen Aspekte zu durchleuchten. Die höchste Rendite bei 15 Jahren war bei 14,4%, also auch sehr, sehr gute Zeiten. Das heißt, ein MSCI World kann auch in gewissen Phasen extrem viel Sinn machen. Dann haben wir hier die mittlere Rendite pro Jahr bei 15 Jahren bei 7,9%. Und das ist ja das, wo man immer so mit rechnet oder rechnen kann. Und im Endeffekt, ja, musst du dir aber auch Folgendes klar machen, wenn du jetzt so diese Statistiken siehst und auch eben erkannt hast, okay, es gibt auch in der Vergangenheit 10 bis 15 Jahreszeiträume, wo der MSCI World sehr schlecht performt hat, muss man sich die Frage stellen, warum ist das so und wann könnte das denn wieder passieren oder kann das wieder passieren? Bist du damit einverstanden, wenn wir sagen, hey, der MSCI World ist der Durchschnitt? Das heißt, du investierst ja in den Durchschnitt der Unternehmen. So, du hast gewisse Unternehmen, die sind richtig schlecht. Du hast gewisse Unternehmen, die sind richtig gut und du hast ein Mittelsegment von Unternehmen, die dümpeln so vor sich hin und dann hast du eine Durchschnittsperformance, die du halt beim MSCI World abdeckst. Meiner Meinung nach sind wir jetzt aber in einem wirtschaftlichen Zyklus, wo die durchschnittlichen Unternehmen schon Probleme bekommen werden. Ja, du hattest jetzt von 2009 bis 2020 einen tollen Bullenmarkt, wir hatten eine Wirtschaft, die gut angelaufen ist, mit ein paar Problemen zwischendurch, aber es war relativ einfach, als durchschnittliches Unternehmen Geld zu verdienen und auch weiterzukommen. Ja, selbst schlechte Unternehmen haben in den letzten 10 Jahren ungefähr so sich über Wasser halten können, aber jetzt, ja, in der Phase, wo die Kosten steigen, ja, wo man auf einmal merkt als großes Unternehmen, oh, jetzt werden die Mitarbeiterkosten höher, jetzt werden die Produktionskosten höher, Stromkosten höher, Transportkosten höher, dann kannst du es dir nicht mehr erlauben, ein schlechtes oder gar durchschnittliches Unternehmen zu sein, sondern du wirst relativ schnell, ja, in so eine Abwärtsspirale reinkommen. Dann wird das Geld auch noch teurer, das heißt, die Zinsen werden erhöht, das heißt, die Unternehmen, die meiner Meinung nach in den nächsten 5 bis 10 Jahren gut performen werden, das sind die, die absolute Qualität haben, die ein gutes Management haben, die auch schon sich in vergangenen Krisen bewiesen haben, plus, ja, die finanziell einfach in der Lage sind, auch mal etwas schwierige Phasen durchzumachen und trotzdem noch zu investieren, trotzdem noch weiter Gas zu geben und die jetzt nicht irgendwie 30-40% des Personals abbauen müssen und am Ende des Tages halt einfach nicht mehr wachsen, sondern rückläufig, ja, in so eine Abwärtsspirale reingeraten, wo sie dann auch wahrscheinlich wegen dem wirtschaftlichen Umfeld, was schwieriger wird, auch nicht mehr so schnell rauskommen. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, ich bin wie gesagt kein
Hellseher, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man, wenn man sich nur auf den Durchschnitt verlässt in den nächsten Jahren, ein schlechtes Ergebnis auch mal erzielen wird, was grundsätzlich jetzt keine Katastrophe ist, ja, aber du musst ja klar machen, auch mit deinem MSCI World kannst du mal, ja, 10 Jahre schlecht performen. So, das heißt, es ist keine 100% sichere Sache, ja, dass du einfach sagst, nee, die 8% werde ich jedes Jahr haben im Durchschnitt, das ist ganz, ganz, das ist Gesetz, es ist kein Gesetz, sondern es kann auch mal sein, dass das Ganze eben nicht so funktioniert, wie du da im Bilderbuche so beschrieben siehst. Aber, ja, jetzt kommt halt der Punkt, was kann man denn jetzt machen? Also, was finde ich jetzt persönlich auch besser für dich? Was kannst du umsetzen? Ja, wir haben jetzt hier über den MSCI World geredet. Auf der einen Seite hat er viele Vorteile, auf der anderen Seite hat er viele Nachteile. Der erste Punkt, den ich verändern würde, wenn du jetzt nur den MSCI World hast, ist, dass du diese Schwellenländer mit hinzunimmst. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich will nichts von Einzelaktien wissen, ich will nur in ETFs investieren, ist das okay? Dann kannst du zum Beispiel neben dem MSCI World ein Schwellenländer-ETF ergänzen und dann hast du eigentlich eine fairere Weltaufteilung und langfristig meiner Meinung nach auch ein besseres Renditeergebnis. Aber du musst dir ja klar machen, wenn du in ETFs investierst, ist es wahrscheinlicher, dass du jetzt auch mal vor ein paar Jahren stehst, wo dein Geld halt einfach nicht mehr so stark wächst durch den Aktienmarkt, wo es ein bisschen schwieriger wird. Ist das jetzt schlimm? Nicht unbedingt. Wenn du jetzt 30, 40 Jahre investierst, lass das laufen, hab einen Sparplan, mach das automatisiert, ist es kein Problem. Für die Leute, die jetzt aber sagen, hey, ich möchte mehr rausholen, na, würde ich ganz klar sagen, dann gehe mehr in Einzelaktien rein, schau dir Einzelaktien mehr an. Und es ist nicht so, dass ich zum Beispiel, man könnte jetzt hier denken, ja, ja, okay, ist natürlich klar, dass du das sagst, du machst ja auch Aktiencoaching. Ja, das stimmt so aber nicht, ja, weil ich mache quasi Aktiencoaching, aber man kann es eher Börsencoaching nennen, wo ich das Thema ETFs genauso abdecke wie das Thema Einzelaktien. Also es ist nicht so, dass es bei mir im Coaching nichts zu Thema ETFs gibt, ja, und ich das quasi durchstreiche und sage, nö, da wird nichts gemacht, sondern es ist ganz eine ganz einheitliche Strategie. Und ich, meine Freundin und viele, viele Kunden, ja, mischen quasi ETFs und Einzelaktien. Ja, je nachdem, wie du dich wohlfühlst, kannst du mehr in Einzelaktien reingehen im Verhältnis zu ETFs oder passt das halt an. Und warum denke ich, dass du mit der Ergänzung, ja, von Einzelaktien besser fährst? Weil du jetzt, wenn du die nötige oder wenn du das nötige Wissen hast, gute Unternehmen und Qualität zu erkennen, du halt selektiv in die besten Unternehmen reingehen kannst, die jetzt wirklich auch zum Beispiel schuldenfrei sind, die jetzt wirklich auch gut aufgestellt sind, und du dadurch in Kombination mit deiner ETF-Strategie, ja, ein viel, viel besseres Renditeergebnis schaffen wirst, meiner Meinung nach, in den nächsten 5 bis 10 Jahren, als wenn du einfach das Ganze ignorierst und sagst, oh, ich habe da meinen ETF-Sparplan oder ich habe da bei meiner Hausbank irgendwie einen Fonds und versuche da irgendwie, ja, meine Rendite mitzumachen, weil das ist meiner Meinung nach das Beste, dass du es ergänzt und dass du halt auch nicht, und das ist der letzte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, diese langweiligen Sachen machst, die dir jeder vorschlägt, weil wenn du das machst im Leben, was alle machen, dann wirst du das bekommen, was alle machen. Wenn du an der Börse das machst, was alle machen, ja, oder was alle predigen, dann wirst du auch nur die Ergebnisse bekommen, die der Durchschnitt hat. Und du kannst dich ja mal fragen, wie viele Menschen kennst du im Durchschnitt, die wirklich erfolgreich sind an der Börse, wirklich finanziell frei geworden sind, die wirklich, ja, früher in Rente gehen konnten und nicht mit 60 noch sagen, ah, ich habe jetzt noch 10 Jahre oder 5 Jahre. Und das sind die wenigsten und deswegen musst du anders handeln und musst auch immer schauen, okay, was ist gerade interessant, was ist gerade vielleicht ein bisschen gefährlicher. Und wie gesagt, jetzt weißt du, ob der MSCI World sich lohnt und wie du für dich eben, ja, in den nächsten 5 bis 10 Jahren ein besseres Ergebnis schaffen kannst. Ja. Wichtig, Grundvoraussetzung, um in Einzelaktien zu investieren, ist halt, dass du sie analysieren kannst, dass du eine klare Strategie hast und auch Prozesse hast. Und wenn du jetzt sagst, hey, das ist etwas, was dir noch schwerfällt oder du willst dir einfach mal einen zweiten Blick auf dein Portfolio reinholen, dann melde dich jetzt gerne für ein kostenloses Erstgespräch mit mir persönlich auf www.mxrode.com und dann setzen wir uns zeitnah zusammen und dann kann ich dir konkrete Impulse geben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlass dem Video gerne ein Like und abonniere diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis dahin, dein Maxim.